Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Ruinen von Mabinogio oder irgendwie so, ja, erkundet. Und wir wollen immer noch das Mädchen, das da bewusstlos am Boden liegt, retten. Sind bis nach oben hingerannt und haben uns gedacht, ja, der Sprung ist ein bisschen weit. Aber sorry, hat ja was Schönes entdeckt. Und ich, versuche das hier schon zum zweiten Mal aufzunehmen, weil nach ungefähr 3 Minuten ist die Aufnahme abgeschmackt. Also ja, hat aber nicht viel verpasst. Ist jetzt nur ein paar Minuten, die jetzt nicht blind sind. Ich hoffe nur, dass das nicht schon wieder passiert. Du hast immer noch nicht kapiert, oder? Ja, da kommt eine Treppe von unten hoch. Wer hätte gedacht, dass man hier durch die Luft laufen kann? Ja. Ich dachte, das ist ein Kompliment, war. So, an der Stelle war ich ungefähr so awesome. So. Die unsichtbare Brücke. Fundstätten. In jedem Gebiet gibt es Fundstätten, die auf einen bemerkenswerten Ort in diesem Gebiet hinweisen. Wenn du weißt, dass sich in der Nähe eine Stätte befindet, ihren Ort, Standort aber nicht genau bestimmen kannst, schaust du dich am besten mit R3 um. An Speicherpunkten oder entdeckten Fundstätten kann die Select-Taste links unten im Bildschirm erscheinen. Drücke die Taste, um eine Plauderei zu starten oder erhellende oder auch geistlose Gespräche zu genießen. Hab hier um 1 erhöht. Eine unglaubliche Brücke, entdeckt von Sorei. Ungefähr hier ist die Aufnahme abgespackt. Wie soll ich meine Stimme ein bisschen hochstellen? Ich habe den Sound ein bisschen runtergestellt, also von den Soundeffekten. Und ich habe irgendwie für Sprache ist richtig leise. Immer noch leise. Ja, wir lassen mal das. Versuche mal den Sound hier richtig herauszufinden. Ja, solche Fundstätten gab es auch in Tales of Graces F. Geil, oder? Ich finde das so geil, dass hier so viel Sachen an Tales of Graces F anspielen. Meinst du, ich kann mit dir reden? Musst du überhaupt auf mich hören, wenn ich Nein sagen würde? Pff. Okay, fürchte ich nicht. Wir kommen und retten dich. Ich habe das Gefühl, wenn ich an sie vorbeilaufe, kommt er wieder und schnappt sie sich. Prüfen. Wenn wir den Rest auch noch erkunden können. Ach, kann sie ihn nicht sehen? Okay. Slay. Slay.
都合に来なよ。それ、それは。いいのか。何者とも知らない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。3だけ。大体、名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は、私の名を尋ねないのか。事情があるんだろ。でも悪い奴には見えないな。 Also deren Opa ist kein Mensch. Sagen wir nicht, die folgen wir beide. Oder finde ich so cool. Hey, geht's dir gut? Ich weiß deine Sorgen zu schätzen, aber mir geht's gut. Geh voraus, ich bin direkt hinter dir. Hier vor mit Cleo. Psst, leise, das denkt sie, du hättest nicht alle Tassen im Schrank. Ich komme schon klar, keine Sorge. Spätestens, wenn wir kämpfen, wird sie doch bestimmt merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. So, da müssen wir hin. Also, kann man mal die Karte aufrufen? Wie habe ich noch meine Karte vergrößert? Eine Sekunde noch. Ah, L2, okay. Okay, da ist ein Gang und da geht es noch irgendwo hoch. Dann gehen wir da lang. Außer, seit er mir hier den Schatz abgegrabt hat, habe ich irgendwie Angst. Ich werde irgendwie gezwungen, irgendwo hinzugehen, wenn ich den falschen Weg gehe. Also ja. Oh, mir gefällt das Spiel so gut. So, und das ist jetzt auch von lila auf gelb umgesprungen. Was haben wir hier? Geht nicht auf, aber es sieht nicht so aus, als gäbe es hier einen verborgenen Mechanismus. Merkwürdig. Keine Gegner hier. Anscheinend nicht. Dann gehen wir den offiziellen Weg. Sehr schön. Ich glaube, ich wusste mal, wie sie heißt. So ganz, ganz früh, als das Spiel rausgekommen ist in Japan. Aber ich kann mich hier jetzt überhaupt nicht erinnern. Mir wäre es ja peinlich ist, aber egal. Erst noch mehr Überraschungen haben wir später. So, öffne dich. Mach das. Ein bewusstloses Mädchen irgendwo finden, davon würden einige Männer wahrscheinlich träumen. Das klang ein bisschen falsch, das nehme ich zurück. Verlassen. Ah, schön. Ah,無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。 何かおかしいだろうか。うん。神、ええ、魔王といった姿なき頂上存在よ。人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶ。でしょ。ゼノベスタ。天威剣文録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは。幼い頃にそれは何度も。 Der fürsorgliche Bruder. Elysia, Heimat der Seraphim. Meine Güte. Ah, schön. Sind nicht Seraphim irgendwie so was wie Engel oder so? Oder sind das Seraphen? Wo ist als erstes hingehen?
Okay, ich glaube, der gelbe Punkt sagt, wo ich hergekommen bin. Oh. Was labert ihr hier? Ich sehe kein Dorf. Aber okay. Hier hat euch erstmal überall anders hin. Safran. Oh, schön. Ist diese Welt hier so im Himmel oder sind wir einfach nur verdammt großen Berg hoch? Da sind Rehe oder irgendwie sowas. Ach ja, reden. Wieso machst du so ein grimmiges Gesicht mit Leo? Ich hoffe nur, dass du weißt, was du tust. Das ist alles. Du hast das Himmelsverzeichnis also auch gelesen. Hey, wie ich sehe, wurde ein Exemplar stark beansprucht. Wie oft hast du es doch gleich gelesen? Ganz doll. Sehr schön. Oh, ich freue mich so sehr auf das Spiel, ganz ehrlich. Ich weiß, ich habe es jetzt schon 1 Million Mal gesagt, aber seit ich weiß, hat das Spiel sehr an Tales of Graces F erinnert. Oh. Ach hier. Macht es mir nur noch mehr Spaß. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe. Okay, das wird wahrscheinlich mal gesagt. Einstellung der Schwierigkeit. Schwierigkeitsgrad einfach. In diesen Einstellungen kannst du die Kämpfe entspannt angehen. Die Werte vom Feind sind niedriger. Feinde greifen seltener an und einige Aspekte des Kampfsystems werden vereinfacht. So kannst du die Einstellung in der Zeit ändern. Ja, das weiß ich. So, ich habe schon ein paar AP wieder bekommen in letzter Zeit. Was hat der Kampfregeln aufstellen? Ach hier, ja. So, ich habe schon 15 Mal das eingesetzt. Okay, noch mal 15 Mal. Ja, genau. So, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Wenn sie mit geschossenen Angriffen mit erreicht, Rang wird jedoch halbiert. Dafür automatisch. Möchte die gestörte Figur automatisch bis zu 5 Mal zur Seite, wenn sie mit vertikalen Schlägen angegriffen wird. Machen wir einfach mal. Bei Tales of Graces F, das habe ich, seit es rausgekommen ist, wahrscheinlich 2 Jahre am Stück nur gesuchtet. Also ja, ich hatte meinen Spaß an dem Spiel. Und das, seit es rausgekommen ist, also jetzt natürlich nicht mehr, aber ja. Da war für mich das Spiel damals. Sorays Haus, Opas Haus, okay. Dann gehen wir erstmal da runter. Ja, ich weiß, ich gehe ganz langsam an. Sind das Gegner? Keine Ahnung. Ach, Ziegen. Heilandziege. Eine elitische Ziege. Von was? ドラゴンって男話だな。君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だから。大丈夫。友達だから。小さい頃は仕事会吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん。時々ミルクを分けてもらって村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ。すごく。かえ。よし。オッケー。 Das wäre so mein erster Plan gewesen. Oh, ich bin eine schlechte Person. Sehr schön. Viel Open World. Da macht der Kunden doch sehr viel mehr Spaß, wenn man jedes Mal ein AP dazu bekommt. Finde ich sehr gut. Okay. Mal zum Glück sagst du mir immer, sonst hätte ich hier schon verpasst. Schnelle Schritte. Wenn du mit Viereck und den linken Analogstick schnelle Schritte zur Seite machst, kannst du Angriffe von oben und Stechangriffe ausweichen. Zugleich SK wieder erscheinen. Dies nennt man rasches Ausweichen. Beides senkt die Angriffsfrequenz des Feindes. So, dass Gegenschläge setzen kann. Ist unbezahlbar bei Feinden, die auf Angriffe von oben setzen. Wenn du mit schnellen Schritten SK auffüllen willst, musst du im letzten Moment ausweichen. Also wie in Graces F. Das werde ich noch so oft sagen, ne? Aber das ist ja nichts Schlechtes, ne? Hä? Klebriges Zeug. Bitte was? Stimmt, ich kann ja auch bei ihm, glaube ich, für machen, ne? Ich spüre Schatztruhen und Kräuter auf. Okay.
Schatzdetektor, Talent Schatzdetektor. Mit diesem Talent kannst du Schatztruhen, Kräuter in der Nähe und Umgebung aufspüren. Stell sie auf mehrere Figuren ein, um ein größeres Suchgebiet zu erfassen. Okay. Ist euch besser als hier Snack-Zubereitung im Moment. Ja, oder? Was meinst du? Ja. Rang des Lebens. Ich habe so das Gefühl, die Musik ist hier richtig laut auf der Weltkarte. Deswegen tue ich ein bisschen lauter reden. Versuche ich jedenfalls. Und dann haben wir wieder was. Dieses Aroma. Oh. Anscheinend kommen ja keine Feinde. Fürs Erste. Weil es dann irgendwie merkwürdig rüberkommen könnte, wenn ich und Big Leo ja kämpfen. Denkt sich nur, was? Alles am Stiel. Sehr schön. Ausgezeichnet. Schön, schöne Welt. Ist hier irgendwo ein Monolith wieder oder so? Die verstecken sich so in diesen Ruinenfarben. So ein Gefühl. Weil ich bin einfach nur blind. Aber sorry, schlägt er immer auf, wenn ich in der Nähe von so einem Teil komme. Finde ich gut, dass ich mich nicht über das Spiel informiert habe. Kann ich eine Überraschung nach der nächsten hier schön erleben. Was ist das? Einfach nur ein Blatt, okay. Dann tun wir die Story mal weiterführen. Geht mir aus dem Weg, Freunde. So. Dann gehen wir da als erstes hin. Da ist schon wieder ein Speicherpunkt. Und ein Monolith. Sehr gut. Ich nehme an, da können wir noch nicht hin. Wegen Plot. Ich frage mich, ob das irgendwie ein Zeichen ist. Die erst Lila sind und dann gelb. Zielerfassung. Drück bei der Zielerfassung eines Feindes X, um mehr Details über ihn aufzurufen. Okay, das können wir auch. Tu mal ein paar Tutorials hier überspringen. Also wenn ich im Kampf R1 drücke und X drücke, dann kommen Informationen bei dem Feind. Hat jetzt kurz zu erklären, da lang geht's zu den Unterlanden. Opa würde mir eins überbraten, wenn ich da untergehen würde, nehme ich an. Wenn ich dorthin gehen würde, okay. Dann gehen wir lieber nicht dahin, damit unser vielleicht auch nicht menschlicher Opa, weil er ja anscheinend auch Mikleo sehen kann, wegen dieser Cutscene. Das war, glaube ich, noch nicht zu Ende. Egal. Aber weiter. Na, von wo kommt sie denn, dass für sie alles so neu ist? Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Sind die alle Seraphen? なるほど。 ここは天族の森と言いたいのは? そう、それ! では、粗相のないようにしなければ。さて、
Ihr denkt bestimmt, ich bin verrückt. Wieso seid ihr so bereit? Du verstehst doch, sorry, oder? Für Menschen sind wir unsichtbar. Schon die Tatsache, dass du neben uns leben kannst, macht dich zu etwas ganz Besonderem. Sorry, ich weiß, ich wiederhole mich, aber nimm dich vor den Helions in Acht. Vielleicht kannst du sie ja fragen, aber endgültig beseitigen kannst du sie nicht. Ja, da haben wir Seraph nicht die Macht, sie zu läutern. Ich sage es nicht gerne, aber du sollst sie so schnell wie möglich zurückschicken. Das ist das Beste für die alle Beteiligten. Ein Bravo-Stück, sorry. Hey, so würde es für die meisten Menschen wohl aussehen, oder? Hey, du hast doch das auch gespielt, oder eine Störung im Opas Domäne. Oder habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? Das war ein unberührter, natürlicher Ort. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es einen solchen Ort in der Welt noch geben könnte. Dann nehme ich mal an, ihre Welt ist irgendwie zerstört oder so. Tja, jetzt ist sie nun mal hier. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber du sollst dich bei deinen Ruinenabenteuern etwas zurückhalten. Diese Ruine, sagen wir einfach, sie reicht tiefer, als du dir es nur vorstellen kannst. Ja. So, ich werde natürlich nicht mit jedem reden. Aber fürs Erste. Du musst also wieder mit Miklo in den Ruinen stöbern und bringst auch noch Menschenmädchen mit. Ist es bestimmt dein bisher größter Fund, oder? Hier. Ja. Könnte das Mädchen ein Ritter sein? Die Aufgabe eines Ritters ist der Kampf. Ist es für uns sicher, sie hier zu behalten? Ja, wie ein Ritter sieht sie tatsächlich ein bisschen aus. Nur Rüstung, Lanze. Könnte man meinen. Ja. Wahrscheinlich gibt es aber wieder Titel oder irgendwie sowas, wenn ich mit allen Leuten rede. Sorays Haus. Hier? Ich dachte, da wäre ein Gasthaus wegen dem Zeichen. Natürliche Weste, wärmende Herrenweste mit viel Bewegungsfreiheit für kalte Umgebungen. Let's equip that. Habe ich schon, aber die ist wahrscheinlich besser, ne? Ja. Krieg ich wieder was Neues. Bonusfertigkeiten. E-Bündel. E-Bündel werden durch Positionierung von zwei oder mehr Bonusfertigkeiten auf einer horizontalen Linie aktiviert. Dies kann beim Kampf gegen einen bestimmten Feind nützlich sein, da Fertigkeitseffekte für bestimmte Elemente gelten. Bonusfertigkeiten erhältst du durch Reihen aus 2x2 oder 5 Grundfertigkeiten. Sie bringen doppelte Bonuseffekte. Elementar. Was? Eine Silbertrophäe schon? Okay. Gleich mal gucken, weswegen ich die bekommen habe. Also die erste Trophäe, die ich bekomme, ist direkt eine Silbertrophäe. Das scheint mir irgendwie nicht richtig. Also ja. Vielleicht ist das ein bisschen verbuggt, keine Ahnung. Wo muss ich überhaupt hin? Erzähle Opa von dem Mädchen und Opa ist... Upsala. Stimmt, in Grace's F war Fierk für die Karte, glaube ich. Hi. Du darfst nicht immer allen vertrauen, sorry. Bei den Erdbewohnern aus der Unterland kann man sich vorsichtig genug sein. Ja gut, dann gehen wir noch für diesen Part in Sorays Haus und gucken da mal, ob es noch was gibt. Aber anscheinend nicht. Außer vielleicht ein Fundort oder so. Okay, cool. Ich kann ja aber nicht pennen. Also gut, ja. Dann können wir hier Feierabend machen bei der Folge, würde ich sagen. Es war nicht sehr viel passiert, aber es kommt wahrscheinlich alles noch. Muss ja nicht alles so schnell beginnen, ne? Ja. Hauptsache dann ein guter Einstieg, also ein langsamer Einstieg, aber dafür mehr Action irgendwie am Ende oder so. Als, weiß ich nicht, durchgehend Action und, weiß ich nicht, in Wirklichkeit langweilig. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.